So, in diesem Video wird kurz erläutert, wie wir mit schrittweiser Vereinfachung den Gesamtwiderstand hier bestimmen können, der in diesem Fall gesucht ist, und zwar der sich ergeben würde hier zwischen den beiden Punkten A und B. So, was ich mache, ich fange normalerweise möglichst weit hinten an, die Widerstände zusammenzufassen und damit die ganze Schaltung zu vereinfachen. Das können wir zusammenfassen zu 2 Ohm. Und wenn wir die Parallelschaltung jetzt hier bestimmen, dann haben wir hier schon mal 2 Ohm parallel zu 1 Ohm. Das ergibt 2 durch 2 plus 1 Ohm, also gleich 2 Drittel Ohm. Das Ganze ist parallel zu 1 Ohm, in Serie zu 1 Ohm und noch 1 Ohm, sodass wir bis hierhin jetzt also 2 Ohm plus 2 Drittel Ohm gleich 8 Drittel Ohm haben. Naja, und wenn wir diese 8 Drittel Ohm jetzt wieder parallel machen zu dem, was wir hier schon haben, das ist nämlich genau dasselbe wie das, was wir zuerst berechnet haben, nämlich 2 Drittel Ohm, dann finden wir bis dahin, da zu dem Abschnitt, ich male das mal hier hin, haben wir 2 Drittel Ohm parallel zu 8 Drittel Ohm. Das ergibt 16 Drittel durch 8, 2 Drittel plus 8 Drittel macht 10 Drittel, und das war falsch, das sind nämlich Neuntel, weil wir ja 8 mal 2 und 3 mal 3 rechnen müssen, sodass wir jetzt hier haben, die 9 gehen nach unten, da bleiben dann 3 mal, das können wir kürzen, 5, und hier oben haben wir 8 stehen, Ohm, also gleich 8 15 Ohm. Und da kommt in Serie nochmal 1 Ohm dazu, also das Ganze als R gesamt gleich 1 Ohm plus 8 15 Ohm macht dann, das sind 15 15 plus 8, 15 plus 8 sind 23 15 Ohm als Gesamtwiderstand. Damit wünsche ich viel Spaß beim Weiterrechnen.